Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Wir haben, glaube ich, weit über 450 Sendungen gemacht. 453 oder 454. Aber diese Konstellation haben wir noch nie gehabt, dass sie auf dem Stuhl sitzen und ich auf dem Sofa. Unser Kameramann hat gesagt, das sieht einfach noch gut aus. Jetzt ist ja, glaube ich, ein Ritual in China, oder? Ja, ist ja so. Also, wenn es eins hat, ein Divan, sitzt immer der höchste Chinese auf dem Divan. Ja, dann müssten Sie eigentlich da sitzen. Aber links als Gast. Und rechts, ja, niemand. Ja. Und ich habe mal gefragt, warum das eigentlich so sei. Und dann haben sie gesagt, das sei extra, dass man, also der, in der Hierarchie der Höchste, sitzt dort in der Mitte und lässt links und rechts den Platz frei, zum sagen, also um mich herum hat es immer Platz. Das ist ja so eine Geste, die natürlich dann ihn auch erhebt. Auf der einen Seite, er ist ja allein, und auf der anderen Seite zeigen sie auch Volksverbundenheit, also neben mir kann man auch sitzen. Also dann kennen Sie ja das. Es ist aber nicht in jedem Staat so. Es ist, und sehr oft jetzt bei den neueren Chinesen hat es eigentlich keine Divan mehr, sondern hat es ein Tisch in der Mitte und zwei Stühle. Und da sitzt der Gast sitzt auf der rechten Seite vom Präsidenten oder also vom irakischen Höchsten. Also kennen Sie es ja ein bisschen von der Anlage? Ja, ich kenne das. Ich habe keinerlei Mühe mit dem. Also, ja, das ist ja ein altes Möbel, also das hat es hier schon gegeben, oder? Also, fangen wir die Sendung an. Wir haben Sommerzeit, man merkt es nicht so richtig, es regnet immer ein bisschen dazwischen. Sie sind, glaube ich, eine Woche noch weg gewesen, im Berner Oberland. Ja, wir waren go laufen. Es war ja eine wunderbare Woche gewesen, schönes Wetter. Und haben wieder Bergwanderungen gemacht. Ich meine, da ist einfach unglaublich schön bei uns in den Bergen. Ich kann jetzt mal sagen, was man will. Es ist leider... Das Fee ist noch nicht ganz oben, das habe ich gerne, wenn alle Alpen fast oben sind, riesige Alpen da. Wo ist denn das Tier genau jetzt? Das Gebiet, eine von meinen Lieblingstouren, das ist eigentlich, wenn man von der Scheinigen Platte aus Fulhorn geht und dann hinten runter auf Interlaken, auf Grindelwald oder dann auf die Grossscheidegg führen und dann runter, dann kommt man dann in meine Heimgemeinde, Schattenalp. Und das sind riesige Alpen, wie das eben die Berner können, oder? Da ist alles gross und solid. In der Landwirtschaft sind die Berner Weltmeister. Und dann überlaufen die Alpen schier vor Fee. Also, aber sie sind jetzt eben noch nicht ganz oben, weil es ein kleiner drin ist. Und es hat auch regen Fulhorn und noch Schnee. Aber trotzdem, es ist wunderbar. Und es hat auch viele Leute. Also, dort, wo Bahnen sind und Restaurants. Wenn man ja neben draußen geht, ist man ja sofort ganz allein. Das ist ja wunderbar. Laufen Sie denn auch zur Scheinigen Platte? Nein, mit der Bahn nur. Und von dort aus dann führen aus Fulhorn. Das sind ungefähr 4 Stunden. Oder? Das zieht sich dann gleich noch. Und wenn man durchlaufen würde, braucht man natürlich 6 bis 8 Stunden. Also mache auch nicht mehr so grosse Touren. Und ich brauche lang, weil ich immer mehr stehen bleiben, zum Beobachten. Das ist wahrscheinlich auch eine Alterserscheinung, die man hat. Man tut Sachen intensiver anschauen und vertiefen. Als jung geht man endlich über die Sachen weg, oder? Und es gibt ja derjenige, die rennen natürlich und schauen, wie lange das Zeit haben. Also das ist nicht mehr mein Ding. Aber also ich kann nur jedem empfehlen, gehen in die Berge. Es ist wirklich wunderschön. Was beobachten Sie denn? Wenn Sie stehen bleiben? Ja, kleine Sachen zum Beispiel. Jetzt hat es ja wunderbare Enziane, sind jetzt sehr viel gekommen. Das Blau, dann erinnert mich das wieder an Bilder vom Modler. Was ist der Unterschied zwischen dem Enzianblau und Modlersitz und so weiter? Dann hat man sehr schöne Tierbeobachtungen. Also ich war auch vom Niederhorn, da kann jeder nur fahren und dann ein bisschen laufen. Da sehen Sie also Steinböcke. Auf 5-6 Meter das Loch ab, liegt auf einmal einer da. Oder ganz kleine Herde und so. Das ist ja, da verliert man schnell eine Stunde, wenn man mal Tiere beobachtet, oder? Und dann die Aussicht einfach was gerade kommt, oder? Beobachtet einen Sen mit seinen Kühen. Was macht jetzt der da? Ja, der kommt durch. Wo gehen die Kühe jetzt zuerst hin? Das ist ja alles nicht gesteuert, das ist ja alles, ja, ist interessant, dass die auf diese Seite gehen, nicht auf die.
Und es ist ja so im Leben, alles, was man genau beobachtet, wird immer interessanter. Mhm. Es ist ja noch interessant, wenn Sie so eine Wanderung machen, das ist ja auch ein Gradmesser. Eben, Sie haben ja gesagt, es hat viele Leute und so. Momentan, wie ist es so, die Blocherstimmung, wie werden Sie angesprochen? Ja, jetzt ist gerade eine gute Zeit. Also der Ding hat uns natürlich auch auf den Brexit, gehabt, oder? Brexit. Ja. Ich meine, so viele Leute, die mich ansprechen. Ist das Thema, wo Sie angesprochen werden momentan? Ja. Indirekt. Die meisten sagen, schauen, dass nicht gerade jemand gehört. Also dank Ihnen sind wir dann nicht in der EU. Und wissen Sie, Sie haben es den 25 Jahren vor den Engländer gemerkt. Mhm. Oder sind so, so stille Lob, wo man da gehört. Oder ein ganz schönes Erlebnis hatte ich. Bin ich eben runtergekommen auf Grindelwald. Und das Grindelwald dann auf den Zug oder das Postauto, wie alles dürfen. Und dann bin ich auf der kleinen Scheidecke, ist das gsi. Nein, das war in Dings, auf der schienigen Platte vom Bahnhof, zum Abfahren, zur Abend. Und dann kommt auf einmal einer auf mich zu, mit einer schönen Sennenbluse, und sagt, ey, nein! Nein, der Kriegelblocher ist auch da, nein. Ja, bei uns bist du auch nur der Kriegel. Wie wenn wir dann schon ewig würden. Wie haben Sie Internet aus oder gesehen? Ja, natürlich. Ich sage, ja, freut mich jetzt, dass du mir da Grüezi sagst und so. Und dann sagt er, gehst du auf ein paar? Sag ich, ja, sind wir mit der Bahn runtergefahren. Was der alles gewusst hat, der hat mir nachher, bin dann geschwind zu einem Heim. Mhm. Also, ist es Meister? Zimmermeister, so, ja. Zimmermeister, nein, unten im Dorf, denn es will, das will. Und dann hat er mir ein Dokument gegeben von seiner Alp. Der ist im Bild, also er hat es mir auswendig gesagt beim Abfahren, von 1265, die Alpgeschichte und die Eigentümergeschichte. Hochinteressant. Bei jedem Flurnamen gewusst, warum das der so heisst. Er hat gesagt, weißt du, das ist keltisch. Das ist keltisch und das ist latinisch. Das gibt den Namen. Und so weiter. Und also 1265, weißt, das war der Besitz vom Walter von Eschenbach. Kennst du ja die Geschichte von den Eschenbach? Kennt ihr die Geschichte wieder? Haben Sie sie gekannt? Ich meine, wie? Haben Sie sie gekannt? Nein. Also ich habe den Namen gekannt und habe gewusst, der hat eine Rolle gespielt und die Geschichte. Aber der hat genau alles gewusst, oder? Und dann, wie sich die gewehrt haben für das Alpeigentum, heute noch. 64 Eigentümer hat die Alp, oder? Aber sie ist bewirtschaftet, hat sie eine andere Genossenschaft und so weiter. Hochinteressant. Und dann hat er gesagt, los, aus Dankbarkeit, was du alles gemacht hast, ich will dir etwas schenken. Dann ist ein Zimmermeister, hat eine wunderbare Holzwerkstatt im Dorf rein, aufgeräumt, wunderbar. Nimmt er einen Stecker, poldert die Decke an, dann ruft zur Decke durch, ja, was ist? Ruft er, lass, musst du runterkommen. Dann geht er von außen, schaut die Frau zum Fenster raus und sagt, lass, musst du runterkommen. Komm, geschwind, geh grüß, ja, bin ich recht angelegt, ja, spielt keine Rolle. Kommt sie runter und dann noch auf Hunde grüßt sie, sagen, was träge ich da heim? So ein Raclette-Käse, also, jawohl, und da ist ein Mutschli und da, los, das sind, also sind sicher 3 Kilo eingefrorene Butter. Aber der ist dann nicht etwa pasteurisiert oder etwas. Also so gehe ich da heim. Das sind doch wunderbare Erlebnisse, oder? Der will ja nichts von mir. Meistens muss man ja aufpassen, wenn einem einen etwas schenkt und dankt, will er nachher noch einen Haufen, oder? Aber nichts, einfach dankbar. Und ich habe wieder gesehen, wie einer da in dem Dorf ist und schaut, für wann er ist und für wann er sich eingesetzt hat. Steht draußen ein Bänkchen mit seinem Namen drauf und Geschenk von der Bürgergemeinde, weil er natürlich sich auch das Leben lang für den eingesetzt hat. Ich kann bei jedem Grundstück eine Geschichte erzählen. Das sind einfach Sachen, die wunderschön sind, oder? Ja. Und das sind dann auch Leute, die an die Turnen gehen. Aber er ist schon ein älterer, er ist halt über 70.
Also nach der Frau Regierungsrätin Fehr hätte er nur halbe Stimme. Höchstwahrscheinlich, ja. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, oder? Also, und wenn ich auch denke, was der für ein gescheiter Kerl ist und für weiss, da können ja alle da die Studierten, die doch keinen Bezug haben zum so einem Ding, können dem nicht Fütterung geben. Wenn wir schnell noch einen Exkurs machen, die Frau Regierungsrätin Fehr aus dem Kanton Zürich hat einen Vorschlag gemacht, nach der Brexit-Abstimmung. Ja, das glaub, hat ja gesagt, wir müssen den Älteren weniger Stimmrecht geben als den Jüngeren. Ja, also hat so ein System gemacht, glaub, bis 30 hat er 3 Stimmen, dann 30 bis 50 gehören nicht mehr dazu, hat er 2 Stimmen und dann 50 aufwärts hat er 3 Stimmen. Jawohl, ja. Das ist natürlich, weil sie findet, in der Brexit-Abstimmung, wo sie natürlich gegen den Brexit war, gegen den Austritt von England. Kann ja Schweizer ja gleich sein. Ja, aber sie hat gefunden, denen, die auf ihrer Seite sind, muss mehr Stimmen geben. Sie hat es mit dem Alter begründet. Aber sie hat natürlich gemeint, die, die auf meiner Seite sind, müssen mehr Recht haben als die anderen. Also mit der Demokratie kommt ja jetzt auch viel früher mit dem Brexit. Ist ja viel früher gekommen, die demokratische Gesinnung. Oder? Einfach die Mühe, die die haben, dass einer, der anders stimmt, einfach ein Idiot und Dubel ist. Und dem muss man eigentlich entmündigen, das darf man gar nicht abstimmen, haben sie ja gesagt. Und das ist ein bisschen die Haltung. Und dann sehe ich so Leute aus der Bevölkerung, das ist ja ein rechter Berufsmann, oder? Und hat vieles geleistet. Ja, der liegt auf der falschen Seite, oder? Wir wollen jetzt jeder wissen, ob der falsch liegt oder richtig. Es gibt ja immer Möglichkeiten, oder? Aber jetzt ist ja gleich interessant, Sie haben ja gesagt, eben, man hätte auch auf Schattenalp laufen über Ihre Heimatgemeinde, haben wir auch schon darüber geredet. Sind Sie dann auf Schattenalp gegangen? Nein, ich bin nicht, damals bin ich nicht auf Schattenalp. Bin ich nur auf, bis auf die Großscheidegg. Aber bin ich auch schon gewesen. Also, kennen das Gebiet dann um den Alp. Ganz wunderbare Alp hat es auch nicht tun. Aber es geht dann nicht ein bisschen in Schatten, aber darum heisst es Schattenalp. Das ist also nicht Schattenalp, Schattenhalb. Schattenhalb, es ist Schattenhalb, ja. Das heisst eigentlich, die Gemeinde hat halb Schatten, halb Sonne, weil sie im Winter einen grossen Teil des Monats keine Sonne hat. Deren Gemeinde liegt also wunderbare Sachen. Dort liegt die Rosenlaue-Schlucht, dann der Rosenlaue-Gletscher, dann die Engelhörner, dann geht es aber bis ins Tal, ein Teil von der Aare-Schlucht liegt dort. Also, die Gemeinde dürfte sich das schon sehen, aber sie war immer eine arme Gemeinde, eben, weil sie halt nicht auf der Sonnenseite liegt. Sie liegt eigentlich gegenüber von Beatenberg, oder? Mhm. Jetzt haben wir das Thema gehabt, eben, Sie sind da gewesen, sind glaube ich auch noch, wie es letztes Jahr schon, haben wir schon darüber geredet gehabt, bei einer Gotthelf-Aufführung gewesen. Ist ja interessant, dass die... Eigentlich wegen dem ist Berner Oberland, ich unterstütze seit Jahren, im Wallenberg führen die jedes Jahr ein Laientheater durch. Aus der Gegend. Und natürlich, die Kulisse ist ja wunderschön, oder? Da mit dem Wald und den Wiesen und den alten Häusern und so. Und sind natürlich auch geeignet für solche Stücke. Also, man würde nicht gerade ein ganz modernes Stück aufführen, weil da passt die Kulisse nicht. Und jetzt letztes Jahr Uli der Knecht aufgeführt, vom Gotthelf, und jetzt dieses Jahr Uli der Pächter. Und wirklich, auch das ja wieder eine wunderbare Aufführung. Und zwar einfach, war natürlich auch die unglaubliche Substanz vom Gotthelf kommt. Der Gotthelf ist einfach ein Prachtskerl. Ich meine, das hat er geschrieben 1848, 1849, ist eine bürgerliche Szene. Aber, ja, sage ich immer, der Gotthelf, Uli der Knecht, Uli der Pächter, ist eine der wichtigsten Führungs Literatur, die es gibt. Wer das sagen, liest, Sie auch, sagen Sie auch im Blocher-Prinzip? Jawohl, ja, das ist ja, bleibt bei mir seit der Jugend. Ich lese es auch immer wieder. Weil das Verstehen, dass auch die ganze psychologische Seite von der Führung und dass Führung viel zu tun hat mit dem Charakter der Menschen, das hat der Gotthelf wunderbar durchgemacht, gezeigt. Also der Uli, der Knecht, der zuerst immer auf Abwägen kommt und wo er nachher durch einen Bodenbauer, ein Chef, oder? Da kommt mal für, was ein Chef für eine Bedeutung hat, für einen Einfluss auf junge Menschen. Und wo er dann dem hilft, dass er kann sagen, los,
du bist Knecht, du kannst sogar jetzt Pächter werden. Und er wird Pächter. Und dann alles die Irrwege, die er durchmacht. Meint, er müsse geizig tun. Und ja, von der Sparsamkeit zum Geiz ist ja ein kurzer Weg, oder? Und dann stellt er natürlich falsche Knechte an, die nichts kosten und die nichts leisten. Und so weiter. Und wird über Sorge gehauen, bescheisst auch noch beim Viehverkauf, wo sie das Leben lang plagen und so. Und wo dann am Schluss ja das gute Ende hat, weil er heiratet ja das uneheliche Vreneli, wo Magd ist, eine ganz grossartige Person natürlich. Das ist ja dann eigentlich die starke Person, die Frau, oder? Wo, Isela Pulver hat, glaube ich, gespielt im Film. Jawohl, ja, der Film ist ja dann auch sehr bekannt worden. Und am Schluss wird ja der Hof abgewirtschaftet, nicht durch den Pächter, sondern durch den Eigentümer mit seinen Söhnen, die das Geld verhudelt. Und wer kauft denn so den Hof? Der kauft einfach einen, der plötzlich auftaucht. Und das ist dann der Vater von dem Vreneli. Und er sagt, also, die sind jetzt Pächter bei mir. Und er erbt natürlich nachher das Ganze auch. Und das ist eine wunderbare Geschichte, eben ein Führungsroman. Und das zeigen die auf. Und sie machen es auch schön. Also, aber es ist ja auch ein grosser Erfolg. Sie hat 29 Aufführungen. Und sie sind innerhalb von einem halben Tag ausverkauft gewesen. Jetzt ist ja interessant, Sie haben jetzt vorhin den Film noch ganz kurz angetönt. Der Franz Schneider hat ja den Film gemacht. Mit dem haben Sie ja auch noch Kontakt, ja, ganz am Schluss, oder? Der Franz Schneider hat ja den Gotthelf-Film gedreht. Das ist also eine grosse Leistung. Man muss mal sehen, mit wie wenig Geld, dass die in den Schwarz-Weiß-Film gemacht worden sind. Und das sind heute noch wunderbare Filme. Also muss man sagen, ich habe den Schneider dann persönlich nur noch im hohen Alter kennengelernt. Und er ist sehr erschütternd war eigentlich über die Oberflächlichkeit der heutigen Kultur. Das hat ihn unglaublich mögen, dass man alles so oberflächlich macht und nicht mehr vertieft und nicht mehr das Echte sucht, wenn er das natürlich gemacht hat beim Gotthelf. Aber er ist dann natürlich auch immer älter geworden und mit dem zunehmenden Alter auch fast ein bisschen verbittert. Mhm. Oder? Wo ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben war. Mhm. Er hat ja den Erfolg gehabt, die Anerkennung für sich. Ja, ja, natürlich hat er gehabt, aber er hat eigentlich gelitten, einfach für, weil er halt auch ganz im Metier war. Der hat sich vertieft, so in das. Und der mag dann das, wenn einer an eine Sache geht, die sich nicht vertieft. Oder? Mhm. Jetzt haben Sie weitere Ferien geplant. Also Sie machen, wir sind jetzt so in Herrliberg, aber Sie sind schon wieder unterwegs, oder? Ja. Ich will jetzt eine Zeit im Bündnerland, im südlichen Teil, in Gardin, Münstertal. Wieso? Wo ich auch mein Heimatort habe. Also, Bürgerort, Ehrenbürgerort. Ehrenbürgerort, ja. Leute, da gehe ich natürlich auch hin. Und dann Misox und im Oberengadin und Bergell. Das sind so auch politische Verpflichtungen, die ich habe dort. So Treffen und Vorträge mit diesen Randregionen, weil ja, das spielt sich immer alles da in der Städte ab, oder? Dabei, das sind ja Landschaften, sind in der Geschichte ganz ein wichtiger Träger gewesen von unserem Land und sind es auch heute noch. Also da ist natürlich viel Substanz rum. Das gefällt mir. Und Boschiavo zum Beispiel, die haben erst seit glaub, 3 Jahren ein SVP. Und sind gerade sofort die stärkste Partei geworden. Die haben einmal ein Ding gemacht, angefangen mit einer Petition, die jeder kann unterschreiben kann, in der Gemeinde. Dass wir jetzt müssen, also weil die hatten so Kriminelle, die da natürlich von dem Italien herumgekommen sind. Die Gemeinde ist verpflichtet, jetzt keine Gemeindegrenzen zu schützen von denen. Und dann haben sie gerade mehr als die Hälfte der Leute unterschrieben, von den Stimmberechtigten, die es abgeben, haben eigentlich gar nicht mehr abstimmen müssen. Und das ist doch schön, wenn die etwas machen. Und das hat sie gemacht, die Gemeinde, oder? Ja, gemacht, ja, ja. Ja, das ist eine bekannte Gemeinde. Es hat eine grosse Überschwemmung gehabt, ist jetzt durch das wunderbar restauriert worden. Man hätte die ganze Dorf müssen neu machen und haben es wirklich schön gemacht, ja. Also, sind wir gespannt,
berichten wir in der nächsten Sendung darüber, was Sie dort erlebt haben. Ich wünsche auf jeden Fall schöne Ferien. Wenn kommen Sie dann wieder ins politische Leben zurück? Also 1. August? Ja, ja, die nein, nächste, da werden Sie ja dann... Voran komme ich wieder zurück. Also Ende Monat bin ich wieder zurück. Und dann habe ich den 1. August. Und über das reden wir die nächste Woche, ganz klar. Ja. Also, das war Tele Blocher. Ich wünsche Ihnen eine schöne Ferien, gute Zeit und natürlich gutes Wetter. Tele Blocher nächste Woche wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.